Hallo, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich war wieder bei DM, habe einige schöne Sachen gekauft und die zeige ich euch jetzt. Los geht's! Ich bin irgendwie schon länger auf der Suche nach einem richtig tollen Highlighter und ich glaube, ich habe ihn jetzt ganz gut gefunden. Also ich hatte mir überlegt, erst von Charlotte Tilbury einzuholen, aber der kostete jetzt dann gleich wieder an die 50 Euro. Und jetzt habe ich ein Schätzchen für mich entdeckt und zwar aus der Kollektion von Boutique von Dagi B. Den hier, ich zeige ihn euch jetzt mal. Ich habe ihn heute auch schon benutzt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der hier so rüberkommt, aber ich fand ihn schon ganz schön intensiv und habe mich echt sehr gefreut, weil irgendwie bin ich immer auf der Suche nach einem richtig schönen Highlighter. Mich hat der wirklich total angesprochen und wie gesagt, ich suche halt irgendwie einen tollen Highlighter, der ein schönes Ergebnis macht. Ich will den tatsächlich einfach mit dem Puderpinsel auftragen und das macht der richtig gut mit. Also ich finde den hier jetzt richtig toll. Da sind richtig tolle Farben. Champagner, Ibiza, Glaze und dieser Glaze, den habe ich auch heute drauf. Das ist wirklich so der hellste Ton und ich finde den ziemlich gut. Also ich finde auch diese Verpackung richtig schön wertig. Also die fühlt sich richtig gut an, die ist schwer. Da ist ein schöner Spiegel drin. Also falls ihr die Sachen noch nicht kennt, guckt die euch echt gern mal an. Ich wusste davon ja noch gar nichts. Ich bin da eigentlich drauf gekommen, weil mir meine Lieblingslena, ich verlinke euch ihren Kanal in der Infobox, die hat mir zu Weihnachten einen Lipgloss geschenkt, nämlich den hier. Und der ist ja auch von DM, auch von Boutique. Und das ist dieser, achso, die Sachen werden auch alle in Italien hergestellt, finde ich irgendwie auch nicht schlecht. Also nicht in China, sondern Italien, finde ich irgendwie sympathisch. Und da habe ich hier diesen Lipgloss von ihr bekommen. Und das ist eine Wahnsinnsfarbe und ich habe den jetzt auch schon ein paar Mal aufgetragen. Das ist ein ganz toller Gloss übrigens auch für den Alltag, ne? Also das müsst ihr jetzt, wenn ihr einfach euch so ein dezentes Make-up macht und jetzt euch gar nicht so doll schminkt, weil ihr könnt da so eine, der macht halt so einen ganz schimmrigen, schönen Glanz. Und ich hatte den jetzt schon mehrmals drauf, fand ihn halt ziemlich gut. Und deshalb habe ich auch gedacht, schaue ich mir mal diesen Highlighter an. Und bin eigentlich über den Lipgloss zu dem Highlighter gekommen und bin sehr froh darüber. Also das sind echt sehr, sehr schöne Produkte. Und ja, ich bin total froh, dass ich die habe und werde da echt nochmal schauen. Da gibt es ja noch viel mehr, was man da noch ausprobieren könnte. Vielleicht gucke ich mir auch mal die Lidschatten an. Habt ihr da Erfahrungen mit? Wenn ja, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare rein, ob ihr die gut findet. Und ja, schöne Sachen. Dann habe ich mir wieder eingepackt meine Lieblingsmascara aus der Drogerie momentan. Die hatte ich mir letztes Jahr erst für mich entdeckt eigentlich, so Ende des Jahres. Hatte die tatsächlich schon 100 Mal stehen sehen, diese I Love Extreme von Essence, habe die mir aber irgendwie nie gekauft. Ich hatte immer die schwarze mit pinker Schrift und die war okay, aber schon vor Jahren. Und jetzt habe ich die ausprobiert und ich komme damit echt super zurecht. Ich habe die auch heute drauf. Ich finde, die hat einfach eine richtige schöne, dicke Bürste. Aber ich weiß von euch, dass ganz viele Frauen damit nicht klarkommen. Ne? Also versucht's, testet's aus. Die kostet sehr wenig, also die ist für eine Mascara sehr günstig. Da macht man nicht viel falsch, wenn ihr die jetzt mal testet und dann feststellt, sie funktioniert doch nicht. Dann könnt ihr sie vielleicht noch weiter verschenken oder werft sie halt dann weg, was vielleicht schade ist. Aber wenn ihr so ein bisschen Geduld habt, dann kann man damit gerade im Alltag morgens, ne, also das finde ich so schön an der, man macht so ein, zwei Schichten und hat bang, Mascara in den Wimpern. Aber ist halt, wie gesagt, Mascara. Ist jetzt nicht fein getrennte, zarte Wimpern, sondern wirklich Mascara, die patscht man da rein. Und wenn man nicht aufpasst, patscht man sich auch mal schnell da das Auge voll, weil es hat echt eine große, dicke Bürste und ich mag sie aber. Und hier steht auch drauf Crazy Volume Mascara und das stimmt tatsächlich. So, wenn ihr meine Trends geguckt habt, ich verlinke euch nochmal das Video, könnt ihr ja später nochmal reinschauen, habt ihr gesehen, wir bekommen einen Trend, nämlich so graue Fingernägel, so matte graue Nägel. Und da habe ich mir natürlich gleich von Essie einen mitgenommen und zwar ist das die Farbe Chinchilli und das ist einfach eine richtige schöne Farbe, wie ich finde. Also der ist so ganz, naja, der sieht so ein bisschen edel aus, finde ich. Und ich stelle mir den richtig toll vor, wenn ich dann im Sommer etwas Farbe habe. Also wenn man dann so leicht gebräunt ist und dann diesen tollen Lack drauf hat. Ich weiß auch gar nicht, der wirkt jetzt schon kühl, aber auch nicht so ganz kühl. Also je nach Licht wirkt er auch echt so ein warmes, hat er auch so ein warme Anteile in dem Grau. Ich finde es eine richtig tolle Farbe. Ich weiß nicht, seid ihr auch so eine experimentierfreudigen Frauen wie ich? Ich liebe ja
Eigentlich rote Nägel, wisst ihr ja auch, wenn ihr meine Videos guckt. Aber ich probiere auch immer wieder solche Sachen aus und bin dann echt begeistert. Ich hatte auch mal jahrelang einen so einen richtigen schönen Schokoladenbraunton. Finde ich auch total schön. Aber jetzt musste es für mich dieser graue sein und ich mag den gerade richtig gerne. Den trägt man auch zweimal auf. Also wenn ihr so ein schönes, deckendes Ergebnis wollt, gern zweimal auftragen und dann, ja, schöner, schöner neuer Nagellack. Dann habe ich mir was eingepackt, was ich total cool finde. Ich habe ja, ihr wisst ja, ne, große Taschen, Thema in diesem Jahr. Aber in so großen Taschen, Handtaschen, ihr Frauen wisst das, verschwindet immer alles. Und ich bin gerade so dabei, meine ganzen Sachen so zu sortieren. Also ich habe auch schon andere kleine Täschchen in meiner großen Tasche. Und jetzt habe ich mir die da mitgenommen. Und ich finde sie einfach so, so toll. Von Catrice. Da sind so kleine Pailletten drin. Und ich finde sie einfach mal Hammer. Meine kleine Babymaus, die ist auch direkt durchgedreht, wo sie die gesehen hat. Also ich werde ihr die dann gleich wieder geben, weil die liebt die total. Und da kann man halt hier die Sachen reinmachen. Und die glitzert und die glänzt. Und ich finde sie total lustig. Ich meine, sie macht halt Geräusche, wie ihr hört. Aber das finde ich nicht schlimm. Also ich finde sie richtig toll. Das ist so eine richtige tolle, schöne Tasche. Und man kann die auch mal so nehmen. Also wenn man jetzt im Sommer, was weiß ich, einen Schlüssel da reinmacht. Das Handy passt noch rein und vielleicht ein bisschen Geld, dann hat man da auch schon alles dabei, wenn man jetzt vielleicht auch baden geht oder so, weil sie halt auch so dicht ist. Also gerade jetzt, wenn ich mit der Kleinen auf den Spielplatz gehe, dann kommt da nicht direkt der Sand dann ins Handy rein. Also ist auch irgendwie so eine Schutzhülle, fand ich ziemlich gut und die musste mit. Dann hatte ich euch schon mal erzählt, was wichtig ist für eure Lippen, ein Peeling. Und gerade jetzt, wenn es so kalt ist im Winter, merke ich das schon manchmal, dass meine Lippen echt so rau werden. Und da habe ich eigentlich einen ganz, ganz tollen, so einen Zucker-Peeling-Stift von Jane Iredale, habe ich euch irgendwann mal gezeigt. Und der kostet aber halt irgendwie über 20 Euro. Und jetzt habe ich den von Balea entdeckt. Ja, und ich war total froh, weil ich dachte, Wahnsinn. Und das ist tatsächlich eine Lippenpflege, ein Lippenpflege-Peeling mit Kokos. Ich hole den jetzt mal raus. Da sind so Zucker oder fühlt sich an wie Zucker, sind so feste Sachen drin. Der hat eine peelende Wirkung durch natürliches Kokosmehl mit Shea Butter, Vitamin E und Bienenwachs. Klingt gut. Und was ich jetzt auch mitgenommen habe, was mich angesprochen hat, ich benutze ja Zahnseide. Und jetzt habe ich hier das von Dentodent. Das ist ja auch diese Eigenmarke von DM. Und zwar ist das mit Kokosöl gewachst. Und Kokosöl muss ich natürlich direkt mitmachen. Vielleicht schmeckt das ja dann auch total gut. Und Kokosöl ist ja eh sehr gesund, ne? Das kann man ja auch so zum Spülen nehmen für die Zähne als Kur. Ich weiß nicht, ich hatte mal irgendwann ein Video dazu gemacht. Das ist aber schon ewig her. Könnte ich eigentlich nochmal machen? So ein Video, was macht man alles mit Kokosöl? Irgendwie ist das gerade so ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil Kokosöl ist für mich immer noch ein richtig tolles Zeug und deshalb auch diese Zahnseide. Dann haben wir ja jetzt Winter und ich versuche nicht mehr diese aluminiumhaltigen Deo-Roller zu benutzen. Deshalb habe ich mir jetzt wieder meine CD-Roller eingepackt. Diese beiden, und zwar ist das einmal mit Granatapfel und einmal mit Wasserlilie. Und die hatte ich schon vor Jahren immer benutzt. Und dann eine Zeit lang nicht mehr, weil ich dann halt immer so dachte, oh, ich möchte auf keinen Fall nach Schweiß riechen. Aber es ist einfach, muss man sich gut überlegen, ne? Wenn man sich über viele Jahre immer dieses Aluminium unter die Achseln reibt. Ich meine, viele Frauen, um Gottes Willen, ich habe jetzt keine Ahnung, ich möchte jetzt hier auch keine schlechten Sachen so streuen, aber ich glaube schon, dass gerade, weil ja Frauen auch immer so unter Brustkrebs leiden oder viele halt daran erkranken, weiß ich nicht, ob das vielleicht nicht auch was mit diesem Aluminium zu tun hat, was man sich da immer so hinschmiert. Und deshalb will ich jetzt eigentlich wieder weg von diesem Aluminium, vor allen Dingen jetzt im Winter, weil im Winter ich schwitze gerade gar nicht und dann tun es diese beiden echt und die duften richtig gut. Also wenn ihr die auftragt, die duften. Aber die könnt ihr nicht direkt nach der Rasur aufgeben. Also wenn ihr euch gerade frisch rasiert habt, dann am nächsten Tag. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr schon richtig tolle Deos oder Deodorant, egal ob es jetzt Roller sind oder Sprays, gefunden habt, die ohne Aluminium sind und die wirklich funktionieren. Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich bin wirklich auf der Suche und ich würde auch dafür mehr Geld ausgeben. Also ich würde nicht, es gibt ja auch dann tolle Sachen aus dem Bioladen, die dann vielleicht mehr kosten als 5, 6 Euro, würde ich ja auch bezahlen, ne? Wenn man dann einen guten Schutz hat. Dann habe ich mir wieder mitgenommen meine Taxofit B12
Schmelztabletten habe ich euch aber auch schon oft jetzt gezeigt. Ich sage es direkt nochmal, nicht irgendwas kaufen, nur weil ich euch das hier in die Kamera halte. Sprecht das immer mit eurem Arzt ab, ob das für euch geeignet ist. Für mich ist das aber sehr gut, weil ich teilweise echt sehr müde war oder bin, weil meine Nächte halt sehr kurz sind. Ich habe schon einen hohen Belastungslevel in meinem Leben und diese Teile helfen mir wirklich. Ich weiß nicht warum, ich weiß nur, dass sie bestimmte Sachen in meinem Körper beschleunigen oder mir helfen. Und wenn ich die am Morgen auf nüchternen Magen, nehme ich eine so eine kleine Schmelztablette und dann geht es mir relativ gut. Dann habe ich wieder meinen Ansatz gefärbt und zwar mit diesem Schätzchen. Das ist diese Diadem Hellbraun. Die nehme ich halt echt schon jahrelang. Die habe ich jetzt halt wieder frisch drauf gemacht. Ich muss immer meinen Ansatz färben. So, das möchte ich gerne immer in diesem Hellbraun. Und ja, finde ich eine sehr schöne Farbe. Die hält bei mir sehr gut. Die deckt so die ersten grauen Haare ab. Ich weiß jetzt nicht, wie die ist, wenn ihr so richtig viele graue Haare habt, ob sie das schafft. Aber so ein paar vereinzelte deckt die wirklich gut ab und ich mag sie sehr. Ich habe auch das Gefühl, die ist pflegend und ja, falls ihr sowas noch sucht, dann die. Dann habe ich mir für morgens wieder meinen Balea milden Reinigungsschaum mitgenommen. Den habe ich euch auch schon öfters gezeigt. Das ist so ein flüssiges Produkt und in dem Moment, wo ihr den auf die Hand sprüht, wird der schaumig und dann könnt ihr euch so richtig schön damit säubern oder euer Gesicht waschen. Und ich nehme den aber ausschließlich am Morgen, weil abend habe ich mir ganz tolle Reinigungsfluid, so ein ganz schönes Reinigungsfluid von Dalton. Und da brauche ich, also am Abend brauche ich wirklich was, was mein Make-up runternimmt, was mich schon so ein bisschen pflegt. Und der ist was für den Morgen, wenn man wirklich aus dem Bett kommt und man hat dann einfach nur so ein bisschen vielleicht so die Fettreste von der Nacht, nenne ich es jetzt mal. Weißt, da hat man ja jetzt nicht so dicken Schmutz im Gesicht. Und dafür ist der richtig schön in der Dusche oder so perfekt. Wir haben Winter und das heißt, dass ich sehr, sehr gerne in die Badewanne gehe. Also ich weiß nicht, ich bin so süchtig. Ich liebe es zu baden. Das entstresst mich so dermaßen. Und da habe ich wieder zwei wundervolle Badeschaumbäder oder drei sogar. Ich zeige euch jetzt erstmal die ersten beiden. Und zwar ist das von Palmolive. Das duftet, das macht einen mega, mega tollen Schaum. Also das ist so gut, das ist wilde Orchidee und das pflegt eure Haut. Also ihr kommt echt so ganz, ganz gepflegt, duftend aus der Wanne raus. Also das ist ein ganz, ganz schöner Badeschaum. Den liebe ich total, liege ich gerade ständig drin, wenn es geht. Was auch richtig schön ist, ist von Letamin dieses Blaue. Der blaue Traum hat einen sehr intensiven Duft, färbt euer Wasser richtig blau. Macht auch einen Mega-Schaum, also das ist auch was, wenn ihr kleine Kinder habt und die lieben, also mein Sohn, also natürlich nicht die ganz kleinen Babys, setzt ihr natürlich nicht in Schaumbad rein, logisch. Aber wenn das dann so Schulkinder sind, die dann so manchmal müffelnd aus der Schule kommen, weil sie dann rumgetobt sind im Dreck, also ihr wisst nicht, wie mein Kind manchmal aus der Schule kommt, ich weiß nicht, die haben dann da so ganz viele, wo die so bauen und so bauen die dann so ihre Holzhäuser und was, da kommt der manchmal so an und dann lege ich den in die Wanne und das liebt der, weil der ist richtig schön Schaum, das Wasser ist richtig schön blau, also habt ihr nicht so diese, manchmal da geht man in die Wanne und dann macht man sich so Badezeug rein und dann liegt man da in so einer Plürre. Ich muss es jetzt mal so sagen, ne? Ist dann kein Schaum, es riecht nur kurz in dem Moment, wo man es eingibt und dann liegt man da so, ich will dann einfach schön so im Schaum liegen, versteht ihr mich? Ich weiß, es ist jetzt nicht umweltfreundlich, braucht ihr mir nicht unten hinschreiben. Aber ich brauche das manchmal einfach für mich und gerade jetzt im Winter mache ich das sehr gerne. Und deshalb dieser Letamin-Schaum und ich glaube, der ist mega günstig, das kommt noch dazu. Und was ich mir jetzt auch noch eingepackt habe von Balea, das kenne ich noch gar nicht, weil ich halt auch dachte, eben mich so zum Entspannen, ist es dieser Lavendeltraum. Das ist so auch ein Schaumbad und ich bin da sehr gespannt. Also Lavendel ist ja bekannt, dass es entspannt und wenn man vielleicht dann sehr viel Stress hatte, ich versuche mal da ranzukommen und mal ranzuriechen. Oh ja, Lavendel. Also das müsst ihr mögen, ne? Es riecht wie purer, krasser Lavendel. Oh, gut. Darüber freue ich mich sehr. Ich bin gespannt. Der ist mit Lavendelölen. Ob der auch schäumt, weiß ich nicht. Aber der ist ja wirklich extrem duftend und vermutet dann deshalb, dass er einen auch dann wirklich entspannt und freue ich mich sehr drauf. Dann habe ich mir wieder mitgenommen meine klassische Tomatensoße, die ist ohne Knoblauch. Die lieben meine Kinder, ne? Also das ist wirklich eine tolle Soße. Die könnt ihr auch echt als Basis nehmen für alle möglichen Pasta-Gerichte.
Ihr könnt das ja verfeinern. Also ihr könnt ja dann da auch noch, wenn ihr jetzt vielleicht Tofu-Würstchen für die Kinder mit ranschneiden wollt oder Thunfisch, da kann man ja noch ganz viel dann dazu machen. Aber wir essen die auch tatsächlich gerne so pur, einfach schöne Pasta dazu, wenn es schnell gehen muss. Dann möchte ich das hier mal ausprobieren. Das ist ein Aufstrich Tomate Quinoa. Und irgendwo hatte ich gehört, ich weiß nicht mehr, wo das war. Irgendjemand hat das bei Instagram gezeigt und meinte, dass das Zeug so lecker sein soll auf dem Brot. Und das möchte ich jetzt ausprobieren. So, jetzt haben wir noch so ein paar Haushaltssachen dabei. Also was ich zum Beispiel auch immer wieder sehr gerne kaufe, sind diese gelben bedufteten Säcke. Und die benutze ich sehr sparsam. Aber die benutze ich, um die Toilette der Katzen regelmäßig einmal so komplett zu reinigen. Und dann nehme ich dann diese Dinger und dann geht das direkt in den Müll und das mag ich halt, dass es dann gut duftet. Dann habe ich noch zwei Spülmittel eingepackt und zwar einmal von Denkmit, dieses blaue. Das hatte ich noch nicht, bin ich gespannt. Sieht irgendwie so clean, frisch, winterlich aus. Und das da wieder, das ist sehr gut. Das ist von Frosch, dieses Granatapfel. Das musste jetzt einmal mit. Das fand ich auch damals sehr gut. Ich hatte es jetzt längere Zeit nicht und jetzt ist es wieder dabei. Ja, dann zeige ich euch jetzt ganz kurz, das ist jetzt eher unspektakulär, ein Toiletten-WC-Reiniger von Denkmit. Und was ich auch wieder eingepackt habe und halt auch ständig im Einsatz habe bei uns, sind diese blauen Tücher. Also die haben wir auch ständig im Einsatz, weil ich finde die halt sehr praktisch, gerade jetzt, wenn ihr Haustiere habt oder kleine Kinder und man muss einfach mal schnell was wegwischen, dann damit. Und das Letzte, was ich euch zeige, was ich noch eingepackt habe, sind meine favorisierten, geliebten 8-Stunden-Teelichter. Also damit habt ihr echt schon einen Unterschied. Ich hatte jetzt einmal diese normalen Teelichter. Nach 3 Stunden sind die ja dann weg, ne? Also da muss man die ja wieder nachpacken. Und das passiert euch bei denen nicht. Die sind wirklich richtig schön dick. Und da habt ihr dann, wenn ihr die Nachmittag anzündet, in der grauen Zeit, dann brennen die bis abends spät. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das war's. Wir sind durch. Ich habe euch mal wieder alles gezeigt. Ich hoffe, die Sachen haben euch gefallen, die ich so geshoppt habe. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder abonniert mich hier gern kostenfrei. Schreibt mir gerne was in die Kommentare und folgt mir auch gerne auf Instagram. Genau, das sage ich jetzt auch immer wieder, ne? Ich rühre hier die Werbetrommel, weil da ja auch immer mehr Menschen dazukommen und ich zeige euch da auch immer mehr und macht mir total Spaß und ja, jetzt geht's weiter in den Alltag. Ich hoffe, euch geht's allen gut, ihr seid gesund. Ihr genießt auch so etwas diese graue Zeit. Ne? Ich war ja erst so ein bisschen gegen diese graue Zeit, aber man muss auch mal überlegen, für die Natur ist es auch total wichtig gerade. Ne? Also ich finde, habe ich mir früher nie überlegt, hat mich das immer voll genervt. Ja, aber die Bäume zum Beispiel, die brauchen auch voll diese Ruhephase. Wir könnten keinen Frühling bekommen, wenn wir diesen Winter nicht hätten. Und diese Jahreszeiten sind auch so was Schönes. Also es gibt tatsächlich Menschen, was weiß ich, wie ich, die in Kalifornien leben und die dann immer diesen Frühling haben. Also für mich gerade die schönste Vorstellung überhaupt. Aber ich glaube, wenn man es dann immer hat, wenn man diese Jahreszeiten nicht mehr hat, dann hat man, glaube ich, echt eine große Sehnsucht danach, nach diesem Ganzen. Wir hatten jetzt diese schöne Weihnachtszeit und jetzt ist nochmal so eine ruhige Zeit, wo man so in sich geht, bevor dann wir alle wieder rausrennen in den Frühling und ja. Jetzt habe ich aber noch mal genug geredet. Ich wünsche euch alles Liebe. Ich freue mich total, dass ihr so lange zugeschaut habt und sage Tschüss, bis zum nächsten Film.